So, also, unser nächster Bühnenpoet ist Erik und Erik kommt aus Berlin. Ein Applaus für Erik. Hallo Bielefeld. Mein Name ist Erik und ich wollte hier heute einen Text vortragen, der mir sehr am Herzen liegt. Ich habe ihn in der S-Bahn hierher geschrieben. Dieser Text hat keinen Namen, weil Texte keine Namen brauchen. Der Text geht so. Und meine Gedanken rollen wie ein Rollwagen am Flughafen. Mit meinem Rollkragen komme ich im Schlafwagen und bleibe wach die ganze Nacht, denn es macht Krach in der ratternden Gedankenachterbahn. Im Zug zu dir zieht es. Die Fenster sind gekippt. Mein Atemzug zieht es ein, das Nachtgefühl. Das zu dir unterwegs sein Wachgefühl. Das langatmige Ansagen im Schlafwagen missachtende Tastgefühl, das ich unangetastet lasse. Nur die dampfende Tasse aus dem Bordcafé. Was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Hier gibt's keinen Sinn gratis. Ich reise nur zweite Klasse. Wie ein zweitklassiger Zweitklässler, der im Zweitberuf klasse Texte schreibt und jedem Zweiten unter die Nase reibt wie eine Line Koks. Wenn du mir schon auf WhatsApp nicht mehr antwortest, dann kauf bitte wenigstens mein Buch. Ich habe fast eine Woche gebraucht, um es zu schreiben. Und darin steht in ganz kleinen Scheiben all das, was in meinen Kopf nicht mehr reinpasst. Was du, als wir zu zweit waren, im Streit längst verneint hast. Nein, ich vergesse nicht den verächtlichen Blick, als du zu mir gemeint hast, ich sei nur ein Hipster mit Schlips, der von meinem Vater geklaut ist. Nur ein Witz auf einem Sitz, dessen Klang sehr vertraut ist. In anderen Worten, das Furzkissen der Geschichte, aus dem nur Luft rauskommt. Aber eben auch nur, wenn man es ausquetscht. Und ich setz diesen Text, der wie ein verhexter letzter Sehnsuchtsfetzen auf den Lippen perlt, wie die Ingwerbionade vom Bordbistro. Denn da draußen, da bist ja du irgendwo und glaubst immer noch nicht an Godard und was zwischen uns war. Und ich wickel den Schal um das Tal, das der Zug wie ein aus Stahl und Mensch geformter Strahl durchzieht, wie eine Klinge den Quark. Diese Zeilen verneinen nicht deine einstweiligen Teilzeit-Kleinlichkeiten im Hinblick auf die einhelligen Peinlichkeitsanfälle im Lyrikalltag eines allgegenwärtigen, all das verwertenden Lyrik-Hipsters, der jetzt und immer zu dir unterwegs sein wird, um irgendwann endlich bei mir selbst anzukommen. Okay. Ja, vielen Dank, Erik aus Berlin.